Hallo, heute machen wir noch mal was ganz Extremes. Und zwar hat ein Arbeitskollege mit mir gewettet, dass ich nicht mit den Außenborder und einem kleinen Schlauchboot von Heiligenhafen rüberfahre nach Fehmarn. Das Ganze wird jetzt geschehen. Ich werde nun mit 4 PS, 4 Seemeilen, 2 Stunden lang. Für diesen Fall haben wir natürlich ein paar Sicherheitsutensilien dabei. Da wäre die Schwimmweste, der Kompass, Werkzeug für den Außenborder, eine Pumpe, Kohle und Ausweis, ein Anker, Flickzeug und natürlich das Anlegerbier. Zusätzlich haben wir noch 5 Liter Sprit in Reserve dabei. Da bin ich angeschissen worden. Ganz knapp vorbei. Gleich die Sauerei wegmachen. Und schon geht's raus auf die Ostsee. Die Maschine lassen wir schön auf Halbgas laufen, so ist sie nicht ganz so durstig und kommen mit etwas über 4 Knoten rüber. Da das doch etwas diesig war, habe ich den Kompass zu Hilfe genommen. Hier im Bild die Fehmarnsundbrücke, die im Nebel ab und zu verschwindet. So kann man die Insel Fehmarn natürlich im Nebel auch nicht sehen. Und so musste ich eine halbe Stunde nach Kompass fahren. Halbzeit! Hinter uns Heiligenhafen im Nebel verschwunden. Fehmarn voraus. Noch ein bisschen kann man schon sehen. Ah, oh, schaffen wir noch eine halbe Stunde, dann sind wir drin. Geschafft. Nach guten 1,5 Stunden und einem sehr schönen Schnitt über 4,5 Knoten haben wir nach 1,5 Stunden das Ziel erreicht. Ort, wo es eins der legendärsten Currywürste gibt, ist bei uns in der Ecke zu finden. Schön mal mit einem kleinen Boot in den Hafen reinzufahren, so kann ich tatsächlich bis zur Bar vorfahren. Gefühlt 4 Meter vor der Currywurst. Danach ging es zurück, Rückmarsch nach Heiligenhafen.
Ort ist auch dafür bekannt, dass der NDR hier eine Krimiserie dreht, die Nord bei Nordwest heißt. Maschine läuft 1A und so geht es erneut raus auf die Ostsee, um nach Heiligenhafen zurückzukommen. Noch an der Osttonne vorbei und dann würde ich sagen, Wette gewonnen, das Ding habe ich mal ganz klar im Sack. Die Rückfahrt habe ich tatsächlich innerhalb einer Stunde geschafft. Heiligenhafen voraus! Mein Fazit: Das richtige Wetter abgewartet, die Wette natürlich gewonnen und festgestellt, dass es gar nicht so auf die Größe des Schiffes ankommt, um auf der Ostsee einen schönen Tag zu haben.